Morgen. Wir haben ausgeschlafen, mittlerweile auch schon wieder gefrühstückt. Und für uns geht es heute mit dem Roller rüber auf die kleine Nachbarinsel, auf Ceningan. Da wollen wir uns ein bisschen umgucken, was es da so zu sehen gibt. Einmal mit dem Roller über die Insel pesen und hier mal da stoppen, ein bisschen was Leckeres essen, die Aussicht genießen, ein bisschen baden gehen an den Stränden. Genau, und wenn wir das gemacht haben, fahren wir wieder rüber und gucken uns dann vielleicht noch den Mangrovenwald an. Und dann war es das auch schon wieder. Seid gespannt. Also die Straßen hier auf Ceningan sind irgendwie nicht so cool. Wir sind direkt nach der Brücke, also nach der gelben Brücke, links abgebogen und dann quasi immer den Berg hoch. Und die Straßen sind ja sehr holprig und ausbaufähig. Wir sind jetzt hier im The Cliff, quasi ein Restaurant, eine Bar mit Poolanlage, wo wir jetzt noch ein bisschen was trinken werden, die Aussicht genießen werden. Und schaut mal, voll krass. So kann man es aushalten. Wir sind jetzt am Secret Beach angekommen. Die Fahrt war wieder sehr abenteuerreich, sehr holprig. Aber wir haben es geschafft und ja, jetzt gehen wir hier noch ein Stückchen runter und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Angekommen, aber so richtig kann man hier auch nicht baden und es liegt noch sehr viel Müll hier. Wir sind jetzt am Secret Point Beach angekommen. Der Secret Beach. Mal gucken, wie der Strand ist zum Baden, aber sieht schon mal ein bisschen besser aus. Hallo. Wir waren gerade im
Eco Bali Delhi. Delhi. Ein Café, was wir hier entdeckt haben, was relativ unscheinbar an der Hauptstraße ist, aber wirklich super leckere Sachen hat. Da ist auch das Schild nochmal. Und die haben also echt super leckere Sachen, alles frisch, sehr gute Preise, faire Preise. Haben auch ganz viel Informationen auf den Tischen liegen, wie sie hier nachhaltig letztendlich wirtschaften, Recycling, Solarenergie, Wasser wiederverwenden. Eine der wenigen Refill-Stationen, die wir auf Bali jetzt mittlerweile gefunden haben, also so viele gab es dann doch nicht. Um auch Plastik einzusparen, weil das ist auch ein riesiges Problem hier. Aber wie gesagt, das Essen ist super, also definitiv eine Empfehlung wert.